findest dich in der Luft, also musst du halt Weg für den Weg drumherum finden. Ich finde Falcos Laser. Besonders. Ja. Man gewinnt einfach ein Neutral Game und solche Noobs können halt nicht Power Shielden, so wie ich. Ja. Okay. Man hat ein Free Combo halt. Ja. Einmal Schein und du bist in der Combo. Besonders das Schlimme ist, wenn die Falcos ein gewisses Level erreicht haben, ist es extrem schwer aus den Kombos rauszukommen. Ist so wie bei Westworlds, wenn der Traden die Station verlässt. Ein Schein, dein Stock ist weg. Warte, ich glaube, Mewtwo ist der Rote, oder? Oh, Alter. Was glaubst du, was der beste Falco-Counter? Was glaubst du? Beste Falco-Counter? Keine Ahnung, Fox, guter Fox. Ah, eher im High-Level. Aber Low-Level-Fox, Foxes können halt nichts ausrichten. Ich würde sagen, sowas wie Peach oder Jigglypuff ist ziemlich gut. Aber meistens ist es ja so, dass auch die Falco-Spieler entweder gut gegen Foxes geübt sind oder gegen Marths und so weiter. Und dann kannst du mit zum Beispiel Jigglypuff oder Peach so ein bisschen so einen Matchup-Vorteil bekommen. Ja, Falco ist allgemein schwächer in Paar, stärker als Fox in Paar. Man muss halt Fox gut können, um Falco zu besiegen, aber High-Level ist halt das Matchup für Fox besser. Snake sieht gut aus. Ja, ich meine sein Falco. Mewtwo ist der rote Falco. Die Standardfarbe. Sam. Hast du nicht mit ihm Teams gespielt? Ja, okay. Alles klar. Mewtwo Hype. Nice Back Air. Oh, Shine. Komm, unterbrochen. Sag das mal bitte, Fatman Spam. Okay. Wo ist der denn? Fatman's werden, sag ich ihm bei dem nächsten Gelegenheit. In sein Ice Climb, was ist. Was soll der dazu sagen, er spielt Eisbären was? Hauptsache. Nevermind. Ja, ich denke, das ist kein großer Vorteil, aber es ist definitiv das einzige Matchup, was man für Fox als schlecht zeichnen könnte. Ja. Das ist eigentlich das einzige Matchup, was für Fox halt schlecht ist, finde ich. Hm, vielleicht Samus noch, aber ja, sonst ist Fox eigentlich Top-Tier. Ja, mir persönlich gefällt Falco als Matchup auch einer der wenigsten, weil ich genieße es sozusagen, wenn ich dann mit Fox zum Beispiel ganz viel Freiheit habe und so weiter, aber die dann die ganze Zeit wird. Verbindung verloren. RIP. Das erste Game gewonnen. Ha? Ja. Okay. Snacks. So, ich bin jetzt User Brackets am Weiterspielen. Jo. Zweites Game geht los. Gleiche Map. Oh. Nice Up-Tilt. Oh. Ich glaube, er ist getiltet. Oh, Snacks. Alter, Digga. Alter, Digga. Ich bin aus Hamburg.
bin nicht biased. Okay. Oh, das sieht schlecht für Mewtwo aus. Mijuzu. Mijuzu. Hab mal gegen Mijuzu gespielt. Das ist aber locker ein Jahr her. Er hat mich ziemlich zerstört, daran erinnere ich mich gut. Ja. Weil Yannick zerstört mich auch regelmäßig ziemlich hart, deswegen. Wer weiß. Das erste Match war ja Last Stock, glaube ich. Ja. Okay. Side B. Fertig. Nice grab. Heck, ja. Das war eine ziemlich gute Recovery von Yannick. So hoch erwarten einfach viele nicht und können es dann auch schwer covern. Guter Laser, down air. Oh. Ja, okay, er hat es dann geschafft. Ja, das schafft man, aber bei Battlefield weiß man nie. Da kann irgendwann immer irgendwas passieren. Ja. Nice, gute Backer, dass das gereached hat. So, Final Stock. Okay, wieder Last Stock. Ist das Best of 3 oder Best of 5? Best of 3, glaube ich. Okay. Also könnte das letzte, der letzte Stock mit Juice sein. Sehr gute Backer. Kriegt nicht viel aus dem Grab. Guter Schein. Double Laser. Pressure, aber bleibt im Schein stucken und kommt dadurch nicht viel. Beide Spieler converten gerade nicht wirklich. Sie kriegen teilweise Shines, kleine Hits, aber wieder. Den Tech Chase nicht converted. Oh, okay. Wieder ein Drop-Down. Wollte den Grab. Okay. Combo. Jetzt mit der Combo. Combo. Der Grab war so gut. Er hätte lasern müssen. Er hätte lasern müssen. Er hätte unbedingt lasern Schade. Müssen. Das hätte es gewesen sein können. Dragon Ball Z. Oh. Den Air von Snacks. Ja, das GG. War's. GG. Snacks gewinnt 2-0. Hamburg! Yannick mit dem Kopfschüttler scheint nicht zufrieden zu sein, hat aber ganz gut gespielt. Das war Winners Round 3.